Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS17 auf der Losbär. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir sind hier mit dem Kompaktlader gerade den Mineraldünger am Einladen. Ich brauche noch ein paar Folgen, deswegen werde ich hier auch heute noch keine Zeitaufnahme machen. Ich bin gerade in einer Aufnahmesession hier auf der Losbär unterwegs und werde natürlich gucken, dass ich heute ein bisschen Vorlauf kriege mit den Folgen wieder. Die letzten Tage hatte ich leider ein bisschen Magenschmerzen, beziehungsweise vor allem Kopfschmerzen, Übelkeit. Ich weiß nicht, warum oder woran es lag, aber ich habe mich dann lieber auskuriert und deswegen hatte ich da ein bisschen wenig Folgen jetzt gemacht oder gehabt. Das sollte jetzt aber dementsprechend wieder erledigt sein, hoffentlich. Und wir können hier ordentlich arbeiten. Ich weiß nicht, ob wir noch eins höher kommen. Ich glaube nicht. Nee. Eins höher kommen wir nicht mehr. Aber, wie ich sehe, passt das nicht so ganz, ne? Das passt nicht so ganz. Da haben wir Probleme. Was haben wir denn da gemacht? Das war doch vorher nicht, oder? Danke. Sieht besser aus. Okay. Das sieht soweit besser aus. Na gut. So, nächstes Big Bag. Wenn wir brauchen. Wenn wir definitiv brauchen, Leute. Stellen wir einmal daneben. Dass wir das auf jeden Fall auch da haben. Ne? Noch einen zweiten Turm. Neben den anderen machen wir einen zweiten Turm noch, ne? So. Perfekt. So drehen können wir ja relativ gut. Das ist das Nice mit dem Kompaktlader hier. Dementsprechend bin ich auch sehr, sehr froh, dass wir den jetzt erstmal gemietet haben. Wie gesagt, kosten tut er nicht viel. Wir haben jetzt 0,2 Arbeitsstunden damit gearbeitet. Dementsprechend, ne, sollte es eigentlich gar kein Problem sein. Wenn wir den nochmal brauchen, dann brauchen wir den. Wir können ja im Prinzip so reinfahren erstmal. Und dann damit dementsprechend dann einmal einlagern. Auslagern können wir im Prinzip mit der Saatgutmaschine bzw. mit der Düngermaschine. Dünger mit dem Düngerstreuer, ne? Das ist ja gar kein Problem. Aber wir brauchen, wie gesagt, hier den am besten zum ordentlichen Einlagern. Das möchte ich, wie gesagt, auch ordentlich machen. Nicht irgendwo dahingeschmissen, ne? Wir wollen ja auch hier ein bisschen was an Material lagern. Das ist das ja. Und wenn wir dementsprechend natürlich lagern können, dann sollten wir es auch auf jeden Fall machen. So, haben wir jetzt die Chance hier, sage ich mal, 9 Big Bags zu lagern. An der Seite. Okay, wir müssten jetzt einmal den Hänger drehen. Und das werden wir dann auch dementsprechend jetzt machen. Ne? Motor aus. Dann werden wir einmal nochmal festbinden hier. Damit hier auch nichts während des Umdrehens runterfällt. Mal gucken, kriegen wir hin. Wenn wir hier durchfahren, sollen wir hier durchfahren? Ich weiß nicht. Sollen wir hier durchfahren? Wir fahren hier durch. Wir fahren hier durch, einmal rechts rum. Dann können wir so nämlich auch
vernünftig drehen und dann von der anderen Seite die anderen Big Bags runterholen. Und sollte gut machbar sein. Seht ihr? Perfekt. So, dann werden wir die Gurte wieder lösen. Den Gurt bitte, danke. Den Gurt und den Gurt noch. Sehr gut. Dann werden wir jetzt einmal die Big Bags weiter abladen. Motor müssen wir starten, sonst fährt er nicht. Und dann werden wir hier die letzten Big Bags, die 5, abladen noch. Und dementsprechend auch einlagern. So. Dann kurz ein Foto für Ron machen. Während der Folge ein Foto für Ron machen. Mal schauen, was er sagt. Mal schauen, was er sagt. Ich bin mal gespannt. Ah, Ron ist ein Lieber. Ron ist echt ein Lieber. Fragt auch immer direkt, warum keine Folge kommt, etc., wenn was los ist. Oder was passiert ist, warum keine Folge kommt, etc. Finde ich ganz nice. Finde ich schön. Schreibt fleißig Kommentare. Von da super zufrieden. So, das wäre das. So, 4 Backpacks haben wir jetzt noch. Den werden wir dementsprechend auch noch reinpacken. Den dritten Stoß werden wir dann dahin stellen. Ja, hat jetzt wie gesagt ein bisschen gedauert mit dem Einlagern der Backpacks. Ist aber nicht schlimm. Wir haben im Prinzip genug Zeit. Wir haben keinen Zeitdruck. Ja, der LS22 kommt raus, aber wie gesagt, ich spiele hier noch ganz in Ruhe den LS17 auch noch. Von daher alles easy. So. Perfekt. Ich würde mal sagen, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, ne? Ja, wir sitzen jetzt was eng hier drin, ist aber gar nicht mal so schlimm. Hauptsache die Paletten sind drin, sprich die Big Bags. Okay. So, nächstes Big Bag. Wenn wir auch da hinten drauf stellen noch. So. Ein bisschen drehen und wenden müssen wir, das ist klar. Aber soweit sieht es eigentlich ganz gut aus. Soweit sieht es eigentlich ganz gut aus, Leute. Bin super zufrieden damit. Super Vereinfachung hier mit dem Kompaktlader, finde ich. So bekommen wir es wirklich dann direkt an Ort und Stelle da rein, wo es reingehört.
und wir sparen definitiv Platz. Aber sonst hätten wir nur vielleicht zwei hochstapeln können, irgendwo reinschmeißen können, im Prinzip mit dem Frontlader, und das wäre dann natürlich dementsprechend doof gewesen, aber okay. Ich möchte es ja auch, wenn ich das schon mache, ordentlich machen. Da ist der Kompaktlader in dem kleinen Raum auf jeden Fall meiner Meinung nach Gold wert. Passt ja auch von der Farbe her, ne? Fast. Passt ja von der Farbe her. Okay. So, das Big Bag kommt hinten noch drauf. Das kommt hier noch drauf, ne? Dann passt das nämlich auch. So. Und jetzt das letzte Big Bag noch. Dann haben wir das auch schon drin. Dann ist der Flachwagen nämlich leer. Dann können wir den auf jeden Fall wieder relativ gut nutzen. Sollte ein bisschen anständiger ranfahren. Seht ihr? Das meine ich nämlich. Aber wie gesagt, gar kein Problem. Gar kein Problem, macht mir unheimlich viel Spaß. Und das ist doch, finde ich, die Hauptsache. Hauptsache, es macht Spaß. Alles andere ist gar nicht mal so wichtig. Meiner Meinung nach. Klar, wir müssen auch vorankommen, das ist klar. Wir wollen ja auch vorankommen, aber das kriegen wir hin. So, das Big Bag stellen wir hier hin. Dann holen wir den IBC-Kanister. IBC-Kanister, ich bin mal gerade am Schauen. Und packen wir den hin. Den packen wir vielleicht hier in die Ecke rein, ne? Ich bin gerade am Überlegen, wo packen wir den am besten hin? Da, wo er im Prinzip nicht stört, ne? Dann packen wir den da in die Ecke. Das ist jetzt natürlich die nächste Überlegung. Bei dem brauchen wir eigentlich momentan gar nicht, ne? Passt auf. Wir packen den da hinten rein. Ich werde mal versuchen, vielleicht klappt das ja mit dem Kompaktlader. Ich glaube es zwar nicht, aber Versuch ist es wert. Versuch ist es wert, ne? Also ich finde das echt Wahnsinn, was der Kompaktlader hier schafft. Das sind drei Big Bags hier auf einmal, die wir im Prinzip transportieren, und das ist echt unglaublich, ne? Drei Big Bags auf einmal. Alter Falter. Hätte ich nicht erwartet, dass der das packt. Hätte ich echt nicht erwartet, Leute. Definitiv nicht. Oha. Okay. Dann packen wir jetzt dann einmal den IBC-Tank da hinten hin. In die Ecke. Vor allem, wenn wir das einmal ordentlich haben, dann geht es eigentlich auch. Ne? Dann geht es eigentlich auch an sich. Weil die darf man nicht stapeln, das weiß ich. Kann man gar nicht stapeln, ne? Aber deswegen habe ich mich doch dann zu entschieden, hier den hier hinten in die Ecke zu stellen, wo er im Prinzip an sich gar nicht so stört.
Deswegen. Das passt. Okay. So, jetzt das Saatgut noch rein. Dann haben wir es. Dann haben wir es, Leute. Ich weiß nicht, wie viel Saatgut wir hier noch haben. Wir können mal direkt schauen, wie viel Saatgut noch in den jeweiligen Big Bags drin ist. Das ist angefangen, sehe ich schon. 197 Liter noch. Okay. Das kommt dann als letztes rein, würde ich sagen. Wie sieht es hiermit aus? Schauen wir mal. 63 Liter, oha. Ah, ich glaube, wir hätten doch... Ich dachte, okay. Ich dachte, wir hätten mehr. Ich dachte, wir wären noch komplett voll, ne? Aber anscheinend nicht. Das ist zumindest noch komplett voll. Okay. Ein Big Bag Saatgut haben wir noch voll. Na, ja, hat Ron doch recht gehabt. Habe ich gar nicht mehr so im Blick gehabt. Aber okay. Wie soll man das auch im Blick haben, wenn man hier nicht die Möglichkeit hat, vernünftig zu stapeln, ne? Aber ist in Ordnung. So. Das heißt, wir müssen demnächst auf jeden Fall nochmal Saatgut besorgen. Würde ich vorschlagen. Dann kriegen wir das auch hin. Ne? So, wir werden aber trotzdem hier ordentlich stapeln, dass wir auch hier auch den Platz sparen, ne? Dann sollte das passen, ne? Das sollte dann an sich passen. Ich bin mal gespannt. Aber sieht schon mal gar nicht mal so schlecht aus, ne? Sieht schon mal gar nicht mal so schlecht aus, Leute. Wir machen das Big Bag jetzt noch zu Ende. Ich sehe gerade, die Folge ist schon zu Ende. Das ist klar, aber ich mache das definitiv jetzt noch fertig hier. Setz das noch drauf, eben schnell. Eben schnell ist gut, ne? Aber passt. Gut. Das wäre es dann jetzt soweit von dieser Seite aus gewesen. Ich meine, guckt mal hier. Wir haben hier relativ ordentlich gestapelt jetzt. Haben das hier relativ gut dabei. Bin froh darum, dass wir das soweit haben. Und dementsprechend, ne, können wir in der nächsten Folge dann loslegen mit dem Düngen hier. Freue ich mich schon drauf. Wir müssen noch ein bisschen düngen. Und in dem Sinne, danke euch natürlich erstmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder in einer neuen Folge LS17 auf der Losberg. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr wieder mit am Start seid. Und ja, wir sehen uns wieder. Bis dahin natürlich erstmal. Servus und tschüss.